Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Wir werden heute wieder einiges machen. Ich muss einiges umbauen. Auch einige Sachen, die ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Wir werden gucken, ob die My Firelight-Insel heute eine andere ist. Und vieles, vieles mehr. Aber gucken, was heute alles dran ist. Erstmal in den Briefkasten gucken. Guck, da war was von der Bea. Gerade bin ich ein wenig spazieren gegangen und habe mich an etwas Lustiges erinnert, das du einmal erzählt hast. Ich musste gleich wieder lachen und das wollte ich dich nur wissen lassen. Ah, süß. Der Duft der Bäume und das frisch gemähte Gras, bla bla bla, Natur, Natur, geh doch mal wandern. Nein, Mama, ich zock lieber Animal Crossing, lass mich in Ruhe. Und der Jay hat mir eine leere Nachricht geschickt. Danke, Jay. So, ja, was hat er uns denn der Jay so geschickt und die Mama natürlich auch? Der Jay hat uns eine Schmalztoll-Perücke geschickt. Ah, oh yeah. Hübsch, danke Jay dafür. Und Mama hat uns ein Beutel von Mama geschickt. Den ziehen wir natürlich auch an. Das ist der selbst gemacht. Ja, das ist so ein Patchwork-Rucksack. Okay, cool. Danke, Mami. Wenn du das hier siehst, Mama, Küsschen gehen raus. Irgendwie so. So, okay, wir schauen uns erstes natürlich in die Schneiderei rein. Das muss jeden Tag sein. Gut, ich glaube, damit haben wir es. Das ist mein Outfit of the Day. Wieder mal für 6600 Sternis. Sieht das nicht wunderschön aus mit diesem Schottenhut und dem Steward des Krams und überhaupt... Oh mein Gott, okay. Mag ich. Die Sina gibt mir leider gar nichts mehr. Die redet jetzt immer mal wieder von ihrer Schwester und bla bla bla. Aber ich glaube, die hat so eine Woche immer mal so Designs gegeben, die man jetzt benutzen kann, aber danach leider nicht mehr. Was haben wir noch bei den Nooks heute? Ein Antiktisch, der ist bestimmt teuer. 25.000. Na gut, nehme ich mit, danke. Achso, und ich brauchte noch ein paar Blumen und wollte mal gucken, ob es bei mir im eigenen Nook-Shop überhaupt solche Blumen gibt. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich glaube, bei mir gibt es nur Chrysanthemen, genau, und Hyazinthen. Oh, Tulpen habe ich tatsächlich auch. Brauche ich noch Tulpen? Ich brauche Lilien, Leute. Muss ich wohl nochmal irgendwann jemand anderen besuchen? Denn, Leute, wenn wir hier mal kurz rausgehen... Okay, Katharina ist mega am Updancen. Hier habe ich jetzt meine ganzen Blumen hingemacht. Also ich habe Guido und Katharina wegziehen lassen. Zeige euch auch gleich noch, wo die jetzt wohnt. Blöder Unkraut. Und da sitzt der Heinz. Bei dem war ich noch nie im Haus leider drin. Ich würde gerne mal sehen, wie er drinnen wohnt. Aber hier ist meine Blumenfarm jetzt quasi. Also hier meine Lilien. Da fehlen mir halt noch rote Lilien. Einmal drumrum müssten rote Lilien drum. Und ich glaube hier und hier auch. Das hier sind, glaube ich, Pfeilchen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das müssten Pfeilchen sein. Und hier unten Rosen und... Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Windflowers im Englischen. Und die sollen dann auch irgendwie ganz tolle Sachen machen. Und da fehlen mir auch noch ein paar Rosen für die letzte Reihe hier. Denn ich möchte jetzt endlich mal dieses Blumengeschäft hier einsteigen. Und bei den Rosen ist es richtig schwer, die krasseste Rose zu bekommen. Da muss man irgendwie 4 Phasen machen. Und das hier ist gerade mal Phase 1. Und da sind noch nicht mal alle Rosen und so rausgekommen. Richtig weird alles. Aber ja, das hier ist jetzt meine Blumenecke. Und... Ich zeige euch auch kurz, wo die anderen hingezogen sind. Und zwar ist die Katharina jetzt hier nach rechts hingezogen. Das ist jetzt quasi meine Gärtnerin hier für die Hyazinthen und die Tulpen. Das sind Tulpen, nicht wahr? Ich glaube, das sind Tulpen. Ja. Für die Hyazinthen und die Tulpen hier. Heißt, hier habe ich auch alles umgebaut. Wenn ihr euch daran erinnert, hier davor waren hier so 5x5 Blumenstände. Aber das soll irgendwie voll die Scheißmethode sein. Deswegen musste ich alles umändern. Hier ist jetzt noch relativ viel Platz. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas anderes hinbauen sollte. Oder ob ich das einfach zumache mit Plateaus. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Weil sonst ist hier vielleicht ein bisschen zu viel Platz. Muss ich mir noch überlegen. Ansonsten wohnt hier jetzt noch der Guido dazu. Genau, der ist jetzt hier hingezogen. Und die anderen beiden waren ja auch schon vorher da. So, ansonsten habe ich hier noch ein bisschen meine Axt walten lassen. Was ist das denn für ein Käfer? Ich glaube, den kenne ich noch nicht. Das ist ein Nashornkäfer oder so. Hallo, was bist du? Ein Geigenkäfer. Der sieht aus, als wollte er mir tüchtig die Meinung geigen. Hahaha. Kann ich gleich mal spenden? Nice. Ja, das hier war ja meine Fruchtfarm, aber 10 Bäume von jeder Frucht waren vielleicht ein bisschen zu viele. Das war sogar noch mehr, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, nee, 10. 10 Bäume sind es, jetzt sind es nur noch 5 pro Baum. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser, weil es hat doch schon sehr, sehr viel Platz eingenommen. Und ich muss das hier mal kurz alles aufräumen. Und dann kann hier nämlich auch wieder eine Blumenfarm oder sowas hin. Also zumindest für die Rosen bräuchte ich halt in der ersten und zweiten Phase richtig viel Platz. Sobald man die dann überstanden hat, dann bräuchte man nur noch ein 9x7er Feld, um dann die ganz krassen Rosen zu machen.
Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Leute. Mit diesen Rosen, da gibt es nämlich Genotypen und Phänotypen. Wenn ihr das schon in der Schule irgendwann mal in Biologie hattet, ultra krass. Also kurz angerissen, Phänotyp ist nur das Äußere und Genotyp ist auch wie die Gene quasi sind. Und der Genotyp ist nicht gleich der Phänotyp. Also wenn eine Rose weiß ist und eine andere Rose auch weiß ist, dann ist der Phänotyp zwar derselbe, beide sind weiß, aber der Genotyp kann trotzdem ein anderer sein. Also von den Genen her, wisst ihr Bescheid. Irgendwie so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt. Da muss man bei den Rosen halt ultra krass drauf achten. So, das war Schritt Nummer 1. Jetzt müssen doch die ganzen Baumstämme hier weg. So, auch das ist fertig. Und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal in die Inseldesigner rein. Und ihr habt ja eben schon eine App gesehen, die ich auch neu dazu bekommen habe. Die gucken wir uns aber gleich erst an. Erstmal muss jetzt hier noch der ganze Weg weg. Und natürlich will ich auch noch dieses coole Geschenk haben, denn dafür habe ich ja meine goldene Zwille. Komm her, du kleines Geschenk. Ja. Yeah. Man munkelt übrigens, dass die Farbe der Ballons irgendwie eine Aussage darüber gibt, was im Geschenk drin sein soll. Dass jetzt die Gelben zum Beispiel Möbel geben und die Roten überwiegend DIYs und sowas. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ich habe es aber so gelesen. Dann mache ich mal ganz kurz hier die ganzen Wege nochmal weg. Und schwuppdiwupp haben wir 10x10 mehr Felder frei für was auch immer. Wahrscheinlich kommen hier halt, wie gesagt, erstmal auch die zweite Phase der Rosen hin oder sowas. Aber halt auch nur fürs Erste. Gut. Oh Gott, mein ganzes Inventar ist schon wieder voll. Was haben wir da drin? Ein Kühlschrank! Ist nicht dein Ernst. Ist der nicht super viel wert, so ein Kühlschrank? Oder ist das ein billiger Kühlschrank? Kann man den öffnen? Tatsache. Ein Kühlschrank. Soll ich mich umziehen? Was? Was? Du willst dich an einem fucking Kühlschrank umziehen? Willst du so ein Lady Gaga-Outfit dir machen oder was? Nein, du sollst dich nicht umziehen. Okay, wir haben jetzt einen pinken Kühlschrank. Wieso will er sich daran umziehen? Was ist denn kaputt bei dir, Dizzy aus Animal Crossing? Verkaufen können wir ja unsere Früchte zum Glück dann trotzdem noch hier. Sollte auch einiges geben. 52.000? Ja, das klingt fair. Mach mal. Und schon ist man wieder auf 99.000. Als hätte ich es direkt abgezählt. Krass. Tschüss, ihr Little Nooks. Hallo Heinz, mit dir habe ich auch lange nicht gesprochen. Yo, trainierst du fleißig Katza? Klar, oder so. Also mein Sitzfleisch trainiere ich permanent. Guck mal, ich habe ein Bekasab-Gewand für dich. Das steht dir bestimmt richtig gut, Heinz. Ja, du siehst perfekt aus, Heinz. Ja, ja, sieht klasse aus, auf jeden Fall. So, weiterer Punkt auf der Tagesordnung. Euch die neue App zeigen. Seht euch das an. Ich habe Nook Shopping bekommen, dafür, dass ich 100 Mal bei Nook Shopping im Rathaus eingekauft habe. Und jetzt kann ich anscheinend ab sofort überall rund um die Uhr bei Nook Shopping einkaufen. Ist das nicht super toll? Ich muss nicht mehr ins Rathaus gehen. Wow, das Doofe ist halt, das bringt mir eigentlich gar nichts. Ich muss ja trotzdem ins Rathaus gehen, damit ich meine Meilen da abholen kann. So, kriegen wir eigentlich heute von Nook nochmal ein neues My-Fire-Eye-Ticket? Diese Tatzen, Mann, die sind so süß. Okay, nee, er sagt gar nichts. Ja, dann ist alles gut, Nook. Kleiner Fratz, ich wollte nur deine Tatzen sehen. Und hier gibt es eine super schöne Oma-Tapete. Nice, die habe ich mir doch schon immer gewünscht. Gut, dann noch zwei Kleinigkeiten. Erstmal die Meilen hier abholen. Ja, ich habe 5000 Sternis verdient, das ist richtig. Und ich habe auch einen Ballon abgeschossen. Das ist auch vollkommen korrekt. Und ich habe nämlich heute schon gesehen, guckt euch das an. Für einen Kranz aus Blumen kriegen wir einfach 1500 Meilen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich glaube, ich werde dafür den Chrysanthemen-Blumenkranz benutzen. Weil der ist einfach am einfachsten herzustellen, weil meine Insel halt so viele Chrysanthemen hat. Dafür brauchen wir 2 rote, 2 gelbe und 2 weiße Chrysanthemen. Das kriegen wir doch hin. Die blühen ja überall. Guck, hier haben wir schon 2 rote. Dann haben wir hier eine weiße. Hier eine gelbe. Noch eine gelbe. Und jetzt fehlt nur noch eine weiße. Die wird ja wohl auch noch irgendwo sein. Ja, hier sind doch einige. Die hatte ich gestern tatsächlich auch schon. Da musste ich auch schon so eine Kronenkranz machen aus irgendwelchen Blumen. Hä, wie, das zählt jetzt nicht? Bastleinkranz aus Blumen. Nein, ich habe eine Krone gebastelt. Ich soll einen Kranz bauen? Ach, so ein Türkranz. Oh, lol. Okay, gestern musste ich nämlich so eine Krone bauen. Wie macht man denn einen Türkranz? Oh, guck mal, es gibt sogar welche mit Früchten. Der ist ja auch süß. Okay, dann mache ich halt einen Chrysanthem-Türkranz. Dafür brauche ich 3 von allen. Mist. Aber ich habe hier alles, also 3 weiße. Sorry, Heinz und Charlie. Ich klaue euch mal eure Blumen aus dem Garten, wenn das okay... Oh, das war eine Hyrenzinte. I'm sorry. Und noch 3 gelbe. Und dann stellen wir ihm auch noch mal einen Chrysanthem-Türkranz her. Das muss jetzt aber das Richtige sein. Ja. Na, macht mein Handy digi-ding? Ja! Nice. 1500 Meilen for me!
Eine andere Sache, die ich noch machen wollte, ist, ein Gemälde mitzunehmen. Leute, die jetzt nicht wissen wollen, welche Gemälde zum Beispiel verflucht sind, die gucken jetzt kurz für 20 Sekunden weg oder so, weil ich zeig die jetzt. So, auf jeden Fall möchte ich eins von diesen Gemälden hier mitnehmen. Die sind jetzt alle schon eingeschlafen und sehen anders aus, weil es verfluchte Gemälde sind. Guckt euch auch mein Video dazu an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn ich möchte eins davon in diese Erinnerungsuhr reinpacken und ich finde das hier am coolsten. Deswegen nehme ich das in der Mitte mit. Die Idee hatte nämlich der Zerstörer. So ist sein Nickname. Genau, das war seine Idee, dass ich hier ja ein Gemälde hinplatzieren könnte, wegen des Museums-Updates, womit ja auch Rainer dazugekommen ist, weil davor hatten wir ja keine Gemälde. Fand ich, ist eine sehr schöne Idee. Jetzt haben wir hier halt leider nichts von wegen Kirschblüte und sowas. Ist ein bisschen schade. Ich könnte aber eventuell noch so ein Kirschblüten-Gedingelsdumpsels hinpacken. Ja, hatte ich nicht auch so einen Haufen mit Kirschblüten? Hä, hat mir jemand den gebastelt gehabt oder was? Ja, ich hab den nicht. Jay, wenn du zuguckst, hast du mir diesen Kirschblütenlaubkrams gegeben? Kannst du mir noch einen basteln? Dann würde ich den nämlich einfach hier oben mit hinpacken. Dass man dann auch weiß, ja, das war die Kirschblütensaison. Ist vielleicht auch ganz cool. Und die Nicole meinte, das sieht hier doof aus, wenn der Fluss einfach so ganz komisch endet. Deswegen würde ich hier dann... weiß ich nicht. Also sie hat einen Wasserfall vorgeschlagen. Jetzt ist halt die Frage, soll der Wasserfall einfach von hier oben darunter reinfließen? Das wäre die eine Idee. Guck einfach mal, wie das aussehen würde. Der müsste halt ein bisschen größer sein, irgendwie von hier so. Das sieht auch merkwürdig aus irgendwie. Alles sieht merkwürdig aus. Aber ist vielleicht besser so als gar nichts? Ich mag halt diese Geräuschkulisse von diesen Wasserfällen absolut gar nicht, ne? Die ist so penetrant eklig. Die andere Idee, die ich hatte, ist halt, dass man hier irgendwie noch Plateaus platziert. Dass man das hier vielleicht auch einfach voll macht oder sowas. Alles mit Plateaus. Und dass hier dann der Wasserfall rauskommt und hier hinten dann vielleicht irgendwie ein See ist. Und wo ich das gerade sage, finde ich die Idee vielleicht gar nicht so schlecht. Ich probiere das mal aus. Und dafür muss aber erstmal dieser Stein hier weg. Das ist garantiert der Geldstein. Nö, schade. Sorry, Stein. Bye-bye, Stein. Danke für den Stein. Und dann fülle ich das hier einmal ganz kurz auf. Ist halt vielleicht wirklich gar nicht so blöd, oder? Also jetzt sieht das auf jeden Fall natürlicher aus, weil hier so ein kleiner See ist. Ich finde es ein bisschen doof, dass an den Seiten jetzt hier überall nur ein Teil ist. Aber die Bäume sind halt sonst im Weg. Man könnte ihn hier noch weiterführen, aber das wird auch merkwürdig aussehen. Weil das wäre dann nur ein so ein kleiner Strahl, der nach oben geht. Nee, nee, nee. Also das ist jetzt das meiste, was ich machen könnte, glaube ich. Aber ist das eine gute Möglichkeit? Ich weiß nicht. Das sieht jetzt halt auch alles wieder ganz anders aus als vorher. Naja, wir gehen erstmal wieder weg. Und bevor wir gleich nochmal die Mai-Feierei-Insel angucken, ob da tatsächlich irgendwas Neues ist, ich bezweifle es ein bisschen und das ist halt voll die Enttäuschung, wollte ich auch nochmal den Leuchtturm hier woanders hin tun, weil der sieht hier sehr nichtsaussagend aus, man kommt niemals an dem vorbei und so. Und ich finde irgendwie, so ein Leuchtturm muss erhabener sein. Deswegen werde ich hier jetzt... Das geht auch nicht so gut, ne? Oh, warte, was? Hä? Lol, ich kann hier tatsächlich drei Dinger hinbauen? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann hier tatsächlich nur zwei hinbauen. Mega gut. Gut, dann werde ich hier ein Plateau hinbauen. Und obendrauf wird dann der Leuchtturm kommen. Und dann sieht er auch nicht mehr so eklig klein aus. Sondern vielleicht wieder ein bisschen erhabener. So, und dann kommt hier hinten richtig wunderschön der Leuchtturm hin. Der war zwei... Hä? Okay, das ist alles super merkwürdig, wie groß der ist und sowas. Aber guck mal, so sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus. Eventuell muss der Boden darunter nochmal anders aussehen. How about that? Ja, finde ich besser. Jetzt ist die Frage, was hier noch hinkommt. Well, I don't know. Keine Ahnung, was ich hier gebaut habe, aber sieht jetzt so aus. Whatever, Leute, whatever. Komme ich überhaupt noch runter? Nope, alles klar. So, aus der Ferne sieht das jetzt wie aus, wenn man hier so angelt, la 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 la, dann sieht man ihn erstmal gar nicht. Das sieht auch merkwürdig aus, aber er ist jetzt zumindest höher. Ich glaube, ich finde das tatsächlich besser als vorher. Also wenn man hier jetzt so angeln würde und hier vielleicht auch irgendwas hinplatziert, dass man sich hier hinsetzen kann. Ach, das ist nicht so bad. Sieht ein bisschen hingeschissen aus. Muss ich mir auch nochmal angucken. Menno, ey. Ist auch doof alles hier. Na gut, wir gucken nochmal kurz, ob wir denn jetzt wirklich auf die Mai-Feierei
Insel noch rauf können, weil das Event ist ja eigentlich die ganze Woche. Wenn jetzt nur diese eine Insel, dieses ganze Event war und man eine ganze Woche dafür Zeit hatte, dann ist das ein bisschen sehr mickrig, muss ich sagen. Okay, ich komme nicht mehr auf die Mai-Feierei-Insel. Wow. Dann ist das ein sehr komisches Event, muss ich sagen. Man hat eine ganze Woche Zeit, um einmal dieses Labyrinth zu machen. Uff, Leute, uff. Einfach nur uff. Dann hören wir uns noch ganz kurz ein Lied von KK an. Irgendwas, das er sich aussuchen darf. Ja. Und alle sind sie da. Oh, der Heinz und Katharina sind da. Das wird das beste Konzert aller Zeiten mit KK Safari. Habe ich das nicht schon? I don't know. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.